Herzlich willkommen bei Aktien im Fokus, dem Format von Freestocks und Fit for Finanzen für deine, für ihre Finanzbildung, weil wir nämlich da nicht nur bei einem Einzelunternehmen die Historie anschauen, sondern auch in die aktuelle Charttechnik reingehen. Heute steht Intel auf der Tagesordnung und da geht es nach dem Intro direkt los. Den Risikohinweis, den gibt es natürlich unten noch als Fließtext. Und damit sind wir auch schon im Gespräch mit dem Roland Jegen, den ich hier hinzuhole. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, wir haben schon im Eingang vermerkt, Intel wird diskutiert, ist auch der marktstärkste Wert, was das Volumen gerade angeht in der Vorbörse, denn da kamen Quartalszahlen gestern nachbörslich und mit Intel verbinde ich immer irgendwelche Chips, die man früher auch anfassen konnte, heute sind sie viel kleiner geworden, so sehen die Dinge aus. Genau, so sehen die Prozessoren aus, die es mittlerweile ja nicht nur für den PC-Bereich gibt, sondern auch für viele Mobilfunkgeräte. Und ja, sicherlich jeder hat schon mal einen Computer oder einen Laptop genutzt, in dem ein Intel-Prozessor verbaut worden ist. Ja, früher konnte man tatsächlich auch die sogenannten DRAM-Chips rausnehmen, mitnehmen. Ich glaube, auf dem Schulhof habe ich auch mal welche getauscht. Damals 1 Megabyte gegen 2 Megabyte und so weiter. Aber die Zeiten sind vorbei. Das Unternehmen gibt es auf alle Fälle schon sehr, 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 sehr lange. Und die beiden Gründer in Kalifornien, Herr Moore und Herr Noyes, die hatten als erstes Unternehmen, die kamen schon von einem anderen Semiconductor, haben sich dort zusammengefunden und haben das erste Unternehmen nach ihrem Namen benannt, wie es viele machen, die Moore Niles Electronics. Aber später wurde es auch gleich die Intel. Genau, also hat schon einiges an Historie hinter sich, 1968 gegründet und das Ziel war letztendlich zunächst der Arbeitsspeicher für Computer auf Halbleiterbasis zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Und das erste Produkt folgte dann auch schon ein Jahr später und das war so ein RAM-Chip mit dem Namen Intel 3101. Genau, und das ist so ähnlich wie bei den Levi's Jeans, also da wurde auch durchnummeriert, hatte ich das Gefühl, wobei die Herstellung sich hier extrem wandelte. Wir wollen da gar nicht zu technisch reingehen, sondern wollen nur nochmal den Übergang kurz mit skizzieren von SRAM-Chips zu DRAM-Chips. Das passierte nämlich eigentlich ein Jahr später, ab 1970, und damit war man auch der Marktführer weltweit über mehrere Jahre hinweg. Genau, über mehrere Jahre hinweg. Und dann folgte letztendlich Konkurrenz, insbesondere aus Japan, wo dann auch einige Halbleiterhersteller auf den Markt kamen. Und so gab es über die Jahre dann immer mehr Konkurrenz auch für die Intel. Genau, und damit hat sich Intel gesagt, wenn es schon die Personal Computer gibt von IBM, die dann damals in den 80er Jahren immer stärker in den Fokus rückten, dann stellen wir einfach Mikroprozessoren für die Gesamtgeräte her. Und da gab es dann eben diese Intel Inside-Werbung und so weiter. Die kennt sicherlich jeder von uns. Ja, die kennt jeder. Und ja, aktuell ist man schon entsprechend in der 13. Generation hier dieser entsprechenden Intel Core Mobilprozessoren angelangt. Also da sieht man, da gibt es eigentlich fast jedes Jahr eine neue Serie, die hier entsprechend aufgelegt und auf den Markt kommt. So ähnlich wie mit dem iPhone, da kann man auch durchzählen, habe ich das in Erinnerung. Und apropos iPhone oder Mobiltelefone allgemein, auch da hat sich Intel mal reingewagt, das wissen vielleicht auch wenige, dass es tatsächlich vor rund 10 Jahren auf der Messe CES in Las Vegas, über die wir auch in diesem Jahr schon bei einigen Unternehmen im Zusammenhang berichtet hatten, einen eigenen Chipsatz für ein Smartphone gab und daraus auch eigene Smartphones entwickelt wurden. Genau, da gab es mal kurzzeitig ein eigenes Smartphone. Das hat man mittlerweile wieder entsprechend eingestellt. Aber man fokussiert sich jetzt weiterhin auf die Chips, die dann in fremden Smartphones verbaut werden. Ich hatte so das Gefühl, man hat sich gar nicht auf den Heimatmarkt damit getraut, sondern zuerst mal hat man es in Indien ausprobiert, dann in China und in Großbritannien. Aber von dem US-Markt habe ich zumindest in der Recherche nichts vernommen. Jedenfalls wurde das dann auch sozusagen wieder eingestampft und man fokussierte sich nur auf die Chips, die aber in verschiedenen Smartphones letzten Endes eingebaut werden können. Ganz genau. Da ist man sehr breit aufgestellt und beliefert auch die unterschiedlichsten Unternehmen. Ja, und dann so gelang der Wandel, könnte man sagen. Das heißt, man wollte so ein bisschen weg von nur diesem Kerngeschäft, was die Personal Computer anbelangt. Man hat natürlich auch entsprechend den Serverbereich schon früher bedient gehabt, aber insbesondere der Mobilfunkbereich, die Smartphones waren hier sehr, sehr interessant geworden und da versuchte man immer weiter, dieses Geschäftsfeld hier auch auszuweiten.
Ja, um auch insgesamt weiter zu wachsen. Die Konkurrenz ist im Chip-Bereich ja durchaus gegeben. Man sieht ja an den Wachstumsraten über Jahrzehnte hinweg, hat es funktioniert. Ja, also Intel war da der unangefochtene Marktführer und konnte auch die Gewinne steigern. Aber dann gab es so ein bisschen den Bruch 2017, 2018. Corona kam. In der Corona-Zeit wurde auch viel investiert seitens der Unternehmen und auch privat. Menschen in Technik, aber so ein Laptop, den muss man natürlich nicht jedes Jahr erneuern. Und dann folgte, was dann folgen musste, ein Einbruch. Genau, die beiden Jahre 2020, 2021 waren sehr erfolgreich für Intel, aber jetzt kam so ein bisschen der Einbruch im Jahr 2022, weil wie du sagst, es braucht nicht jeder jedes Jahr einen neuen Laptop und einen neuen Personal Computer. Von daher hat das Geschäft im letzten Jahr doch sehr stark gelitten. Ja, und mit dem Leiden des Geschäftes sind auch die Gewinne immer weiter dahin geschwunden. Wir schauen gleich mal auf das aktuelle Quartal, denn gestern wurden die Quartalszahlen gemeldet und als aktuelle News wurde eben dieser Einbruch in der Presse sehr, sehr laut und sehr, sehr kritisch auch skizziert. Der Gewinn ist tatsächlich um 80% eingebrochen. Ja, das ist schon enorm. Also zum einen die schwächelnde Nachfrage nach PC-Hardware und dann auch das rückläufige Servergeschäft haben letztendlich zu einem Umsatz- und Gewinneinbruch geführt. Und auch die Erwartungen der Analysten wurden hier sehr, sehr deutlich verfehlt. Wenn man nur das letzte Quartal schaut, das war rückläufig um 32% auf 14 Milliarden US-Dollar. Also das ist schon wirklich ein enormer Rückgang. Genau, damit hatten Analysten auch schon gerechnet, dass es rückwärts geht, aber dass es so weit zurückkommt, damit hat man nicht gerechnet. Für das erste Quartal soll sogar der Umsatz nur noch bei 10,5 bis 11,5 Milliarden Dollar liegen, also nochmal ein Rücklauf. Und ja, da sagen natürlich einige, dass das Ganze desaströs läuft im Hause Intel. Ja, dem kann man nur zustimmen. Das ist aktuell sehr, sehr negativ bewertet, auch von der Presse. Da liest man viel negative News. Von daher muss man schauen, wie sich Intel jetzt auch weiter hier verhalten wird, ob man da drastisch auch Personal abbauen wird, wie es auch andere Unternehmen schon versucht haben in den letzten Monaten, oder ob man wirklich versucht, hier auch weiterhin zu investieren, um einfach auch mit anderen Konkurrenten hier Schritt halten zu können. Ja, es ist natürlich nicht nur mit Personalien getan, würde ich mal so tippen, aber ich stecke nicht tief genug drin, sondern lese nur, was es hier an Wachstumszahlen gab. Und da war tatsächlich 2018 noch richtig stark. Und jetzt kommt man wieder in den roten Bereich rein. Die Aktie hat nachbörslich auch gleich rund 10% nachgelassen. Ja, die ist sehr stark eingebrochen nachbörslich, nachdem die Zahlen vermeldet worden sind. Von daher, das wurde direkt auch von der Anlegerseite entsprechend hier bestraft. Bevor wir uns das Ganze im Freestocks-Tool anschauen, noch ein anderer Gedanke, der da mitschwingt. Wenn der Gewinn kaum noch vorhanden ist und man rechnet ja jetzt im ersten Quartal 2023 sogar mit einem Verlust, da müsste auch die Dividende in Gefahr sein, sonst zahlt man das Ganze ja aus der Substanz. Ganz genau. Von daher darf man hier nicht von weiterem Wachstum ausgehen, was die Dividenden anbelangt, sondern man kann froh sein, wenn es stagniert. Aber ich würde auch eher hier davon ausgehen, dass es vielleicht sogar leicht rückläufig sein wird in den nächsten Quartalen. Und das liegt, und deswegen meinte ich auch mit rein personellen Konsequenzen, ist es wahrscheinlich nicht getan an der hohen Konkurrenz. Wenn man sich das mal über die letzten 13 Jahre auflistet, wie viele Mitbewerber es gibt und wie fast gleichbleibend der Intel-Marktanteil hier geblieben ist, aber die anderen alle zulegen, dann fragt man sich, oh, dann machen doch irgendwas falsch. Ja, das sieht wirklich so aus, als ob hier andere Mitbewerber die Hausaufgaben besser erledigen, weil da sieht man durchaus auch nennenswerte Zuwächse bei anderen Unternehmen, die hier wirklich immer ihre Anteile weiter ausweiten können. Insgesamt sieht man ja auch, dass das Geschäft weiter gestiegen ist. Nur kann Intel von diesem größeren Markt letztendlich hier nichts abhaben, wie es scheint. Ja, selbst Apple ist hier aufgetaucht, die ja selber Chips jetzt herstellen und nicht mehr auf den Liefersupport quasi angewiesen sind. Die hatten früher auch Intel-Chips verbaut, jetzt auch nicht mehr. Also Intel ist definitiv unter Druck. Die Marktanteile sind hier mal aufgelistet nach Desktop, Notebook, Server und Gesamte. Die sind negativ, aber das gilt eben nicht für die ganze Branche, wie wir mit dem Diagramm zeigen wollten. Denn zum Beispiel der direkte Konkurrent AMD, der wächst auf allen Bereichen.
Genau, AMD ist ja der große Konkurrent hier, auch wenn es um Desktop-PCs und auch Notebooks anbelangt. Und bei AMD sieht man hier weiter Wachstum. Und auch was die Technik anbelangt, sagen ja viele, dass AMD hier wirklich bessere Prozessoren liefert, die bessere Leistung haben, die einfach auch letztendlich hier mehr Leistung, zum einen mehr Leistung, aber auch der Prozessor einfach, was die Technik anbelangt, hier besser aufgestellt ist. Von daher muss man schauen, dass man hier nicht zu weit auch ins Hintertreffen gerät. Ja, die Analysten, die reihen sich, deswegen habe ich das andere Diagramm mit den bunten Farben diesmal gar nicht mitgebracht, ein in Verkaufen oder höchstens halten. Also ein paar bleiben neutral an der Seitenlinie stehen. Es ist immerhin im Aktienkurs, das wirst du ja uns ja gleich zeigen, eine wichtige Schwelle erreicht worden. Ja, das auf jeden Fall. Schauen wir uns die Aktie jetzt gleich mal hier im Free Stocks Web Trader an und starten zunächst hier vielleicht mit dem Wochenchart. Hier sieht man jetzt schon diesen Abwärtstrend in der Intel über einen längeren Zeitraum. Also hier sieht man das Hoch bei 69 Dollar, das zu Beginn des Jahres 2020 ausgebildet worden ist und dann nochmal 21 getestet worden ist. Da sind wir sehr, sehr weit von entfernt. Seitdem wirklich dieser steile Abwärtstrend. Und im Tageschart sieht man jetzt, dass wir wieder in einem kritischen Bereich oder einem kritischen Niveau hier auch angekommen sind. Es ist der Aktie nicht nachhaltig gelungen, jetzt auch diese 31-Dollar-Marke zu überwinden. Da war der Preis so ein bisschen gedeckelt über die letzten Monate. Ein potenzieller Ausbruch bis in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts ist hier ganz klar gescheitert. Und jetzt wird man hier mit einem ordentlichen Abwärtsgap in den Handel starten, unterhalb des 50- und 100-Tage-Durchschnitts. Und da ist jetzt noch ein möglicher Support hier in Reichweite bei ca. 26 Dollar. Das ist so eine leicht ansteigende Aufwärtstrendlinie von den Tiefs aus dem letzten Jahr bei 24,5 über die Verlaufstiefs hier vom Ende Dezember. Und da könnte vielleicht Kaufinteresse reinkommen. Ansonsten sollte diese Marke nicht halten, ist man hier auch schnell wieder im Bereich der Tiefs aus dem letzten Jahr angekommen und könnte dann vielleicht auch neue Tiefs ausbilden. Und das wären dann in der Tat hier schon 7 Jahrestiefs. Von daher aktuell wirklich deutlich hier die Schwäche zu erkennen in der Aktie. Also auch wenn der Chipsektor insgesamt, wie wir auch mit anderen Aktien, die wir aus dem Sektor vorgestellt haben, für die Zukunft gut gewappnet ist, heißt das nicht, dass jedes Unternehmen hier ein Top-Pick ist. Ja, das auf jeden Fall. Da sollte man sich insbesondere auch die Branchen genau anschauen. Da gibt es immer welche, die auch relative Stärke zeigen und andere wie Intel jetzt aktuell hier relative Schwäche. Ja, schauen wir mal, aber wie auch mein Nachbar gerne gesagt, Totgesagte leben länger. Also vielleicht gibt es ja irgendeine Innovation, die Intel hier hervorbringt, die dann die Firma wieder back on track bringt. Ganz genau. Wir werden das weiter gespannt verfolgen. Machen wir. Ganz lieben Dank für die Informationen und dann bis bald, Roland Jegen. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.